Katharina Zeller und ihre Freunde reisen immer wieder mal gern in die Vergangenheit. Die Gruppe aus Meran feiert und tanzt so, wie es schon ihre Urgroßeltern getan haben. In unserer heutigen Folge von Insa Sommer zeigt uns Katharina mit ihrer Clique, was das Lebensgefühl der 30er Jahre ausmacht und wie die Tanzstile Swing und Lindy Hop ihr Leben verändert haben. Auf Schloss Binzenau in Meran hat die Gruppe vor kurzem wieder mal die Zeit zurückgedreht. Das ist meine Welt und deshalb, wir leben eigentlich leider in der Welt. Swing ist geil, die Musik ist schön. Tanzen, 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 tanzen über alles. Ich bin die Katharina, ich bin eigentlich hauptberuflich Anwältin. Ich habe davor in Rom gelebt und bin dann eben auf den Lindy Hop gekommen und habe angefangen zu tanzen. Und wenn ich dann wieder zurück nach Südtirol gekommen bin, war für mich klar, dass es das Tanzen irgendwie da auch braucht. Und ja, dann haben wir angefangen, die Tanzszene aufzubauen. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. Es ist einfach ein total schönes Gefühl. Es ist ein Tanz, der sehr viel Fröhlichkeit ausstrahlt, also einfach sehr viel Lebensfreude ausstrahlt, glaube ich, wo man auch irgendwie mit anderen Menschen kommuniziert auf eine andere Art und Weise, wie man es vielleicht sonst gewohnt ist. I'm like an ocean wave that bumps on the ship. Also wenn man auf so ein Lindy Hop Event kommt wie da, dann ist es ein bisschen so, wie wenn man in eine Zeitmaschine eingestiegen ist und irgendwie vor 80 Jahren wieder aussteigt. Das eine ist natürlich das Tanzen, die Musik, das einem irrsinnig gut gefällt. Also die Bewegung, dieses lockere, sehr soziale, sehr lustige. Es ist nicht so ernst wie andere Tänze. Zum anderen, glaube ich, ist es schon ein bisschen auch eine Faszination für die Zeit. Also so 30er, 40er Jahre. Also was ganz typisch ist, ist, dass die Leute sich halt in Vintage-Klamotten anziehen, dass man sich ein bisschen die Haare vielleicht stylt, dass die Schuhe auch dazu passen. Also das gehört irgendwie alles so zum Lindy Hop-Gefühl dazu. Als Perfektionist will man das gleich auf Anhieb logischerweise kennen. Und dann ja, geht man dann nach Hause, nach der ersten Stunde, probiert man da fein, alles vergessen. Wie geht das nochmal? Lernen bis zu einem gewissen Punkt kann es eigentlich fast jeder. Und je nachdem natürlich, wie viel Talent man auch mitbringt oder wie viel Zeit man auch investieren möchte, kommt man natürlich auch weiter. Der Swing hört, das ist einfach nicht stillzustehen. Das ist wie der Blues, da muss man einfach mit. Der geht durch Mark und Blut. Am besten mittanzen. Angeblich ist es in Amerika entstanden, von Schwarzen, die einfach getanzt haben, die sind umgekupft und haben sich gefragt, was ist das? Ein nettes Hüpfen praktisch, ein Lindy Hop. Bei der Katharina schaut es ganz einfach aus. Aber es gibt Momente, im Mensch, es ist einfach und es geht. Und Momente, in denen denkst du, nein, das werde ich nie packen. Und nachher geht es schon irgendwie. Lindy Hop, der hat man ganz einfache Schritte. Quasi 1, 2, 3 und 4, 5 und 6. Also, soll ich das jetzt zeigen? Also zum Beispiel so 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 1, 2, 3 und 4, 5 und 6. Und dann kann man das Ganze noch variieren und ein bisschen cooler gestalten. Ich lebe es. Ich habe es auch schon vor dem Tanzen gelebt. Eigentlich bin ich erst schon so unglück gewesen und nach dem Tanzen dazugekommen. Und das finde ich eigentlich super. Also wir machen keinen Urlaub mehr ohne Tanzen. Fahren so alle zwei, drei Wochenenden irgendwo hin. Brescia, Padova, Innsbruck. Das ist meine Welt und deshalb, wir leben eigentlich leider in der Welt. Für uns sind die anderen in einer anderen Welt. Es ist toll, weil man eben irgendwie den Kopf abschalten kann und einmal einfach
tanzen.